Lieben. Hallo. Willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Calavera. Ein sehr, sehr cooles Würfelspiel, bei dem man sich unfassbar ärgern kann. Also sich selbst oder andere. Oder die anderen. Je nachdem. Genau. Sehr, sehr wunderschöne Custom Dice. Custom Dice sind ja immer Würfel, die quasi individuell gefertigt worden sind. In hier anderen gibt Spielen es, nutzlos. Ja, genau. Hier gibt es vier verschiedene Farben. Gelb, Rot, Grün, Schwarz, einen Totenkopf und eine Rose auf jedem Würfel. Und witzigerweise, die Farben finden sich hier wieder. Witzig. Und die Rosen sieht man hier so ein bisschen abgebildet. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Es ist eines von diesen Roll-and-Rides, wo einer würfelt, aber alle haben was davon. Nicht immer, nicht, aber ja, oft. Also auch nicht komplett. Ich darf so oft würfeln, wie ich will. Nee, also maximal dreimal, aber auch nur, wenn du nicht vorher schon... Ich darf auch weniger würfeln und genau. Sobald ich drei Totenköpfe habe, genau. Dürfte ich gar nicht würfeln. Genau. Die Totenköpfe darfst du nicht nochmal würfeln, die musst du liegen lassen. Und den Rest könntest du jetzt nochmal würfeln. Jetzt dürfte ich ein drittes Mal würfeln, aber wenn ich tatsächlich einen Totenkopf würfele, wäre das eine Nullrunde. Für dich zumindest. Für mich zumindest. Deswegen höre ich auf und sage, ich möchte die drei Blümchen werten. Und Blümchen sind einfach so, ich suche mir aus, was es für eine Farbe ist, dürfte sie aber nicht mit Farbwürfeln kombinieren. Mhm. Also das ist jetzt dreimal eine Farbe meiner Wahl. Mhm. Und ich sage jetzt einfach, das ist schwarz, dürfte ich nicht nehmen. Doch. Dann sage ich, es ist schwarz. Ja. Und da Mirko sich das genommen hat, bleiben für alle anderen Spieler bleibt etwas übrig. Aber auch nur, weil er mindestens einen Totenkopf gewürfelt hat. Hätte er gar keinen Totenkopf gewürfelt, dann würden alle anderen Spieler nichts von seinem Wurf haben. So hat er aber mindestens einen gewürfelt und es ist noch ein schwarzer Würfel übrig. Das heißt, alle anderen müssen, nicht dürfen, sondern müssen, sich das ankreuzen. Also mache ich mir ein schwarzes Kreuz. So, jetzt bin ich dran. Ja, gehen wir nochmal auf schwarz. Schwarz klingt super. Ja, oder auch nicht. Wirklich. Wow. Gut. Ich habe mich gerade tot gewürfelt. Das muss man auch erstmal schaffen. Auf einen Schwung vier Totenköpfe, wenn man vorher zweimal null hatte. Insofern kriege ich nichts, gar nichts. Aber Mirko muss sich zwei Schwarze eintragen. Derzeit ist es noch ganz gut für ihn, weil du willst eigentlich schon viele Kreuze haben. Das Problem ist, du willst nicht zu viele Kreuze haben. Denn hier in diesem Bereich, in dem gelben Bereich, wenn du bis dahin nach vorne kommst mit deinen Kreuzen, kannst du tatsächlich auch Punkte machen und Punkte fixieren. Wenn du nämlich tatsächlich in einem dieser Felder bist, musst du nur noch entweder zwei für die ersten drei Zeilen oder drei Rosen würfeln. Dann kannst du dieses Kreuz, was bis dahin vorgedrungen ist, einkringeln und bekommst am Ende tatsächlich auch die Punktzahl. Also wenn es richtig gut läuft, kannst du 10 Punkte machen pro Farbe. Das Problem ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel schon bis hierhin vorgedrungen bist und irgendjemand anderes würfelt oder du selber vielleicht auch, würfelt so unglücklich, dass du dir zum Beispiel zwei Schwarze eintragen musst, dann gehst du hier drüber mit deinen Kreuzen. Also das sehe dann ja quasi so aus, ne? Das ist jetzt sozusagen die Voraussetzung. Jetzt hat beispielsweise Mirko das gewürfelt. Mirko darf sich gar nichts eintragen, weil er vier Totenköpfe gewürfelt hat. Ich müsste mir zwei schwarze Kreuze eintragen und komme damit in die Todeszone. Und die Todeszone ist nicht mehr so positiv. Da rutsche ich nämlich als erstes schon mal von 10 auf 4 Punkte runter. Wenn ich es noch weiter geschafft hätte, wären es sogar 0 Punkte. Und hier am dem letzten ist es sogar minus 3 Punkte. Allerdings ist dann halt auch diese Reihe sofort, also sobald du hier reingerutscht bist, wird die Reihe fixiert. Also das sind auf jeden Fall 4 Punkte. Und für den Rest des Spiels kannst und darfst du dir gar keine schwarzen Würfel mehr eintragen. Und dann gibt es noch die roten Linien. Ja. Ich bin gerade als erstes über diese rote Linie drüber. Allerdings nur mit Schwarz.
Das ist schade. Wäre ich mit allen Farben drüber gekommen als erstes, dann würde ich mir diese 4 Punkte einkreisen können. Jeder andere, der das schafft, mit allen Farben drüber zu gehen, kriegt entsprechend weniger Punkte. Also immer 2 Punkte weniger als der erste. Genau. Das haben wir auch dreimal, aber so mit allen 3, mit allen 4 Farben über diese rote Linie drüber zu kommen, ist schon wild. Ja, also da muss man schon gut würfeln. Es ist auf jeden Fall spürbar ein Würfelspiel, wo man einfach richtig Pech haben kann, wie man gerade gesehen hat. Ja. Oder am besten würfelst du tolle, einfarbige Würfe ohne einen einzigen Totenkopf. Dann hast du was davon und die anderen nicht. Genau. Aber dieses Push Your Luck, das auch für die anderen gilt, ist super spannend. Also ich würfel und die anderen, die zittern mit. Ja, komm, da muss noch einen Totenkopf finden oder so. Oder würfel noch blau, ich will das einsetzen. Genau. Und natürlich zwingt man die anderen auch dazu, was zu machen. Also ich habe schon Spiele erlebt, da hatte man dann irgendwie, oh geil, die 3 roten will ich unbedingt haben, weil dann komme ich irgendwie in die Superzone. Mhm. Aber ich will den anderen unbedingt noch einen weiteren schwarzen aufdrücken, deswegen würfel ich nochmal. Mhm. Ja, und dann kommt man in die Situation, gebe ich ihnen vielleicht mehr Auswahl oder mache ich ihnen schön was kaputt? Mhm, genau. Wobei du halt immer einen Totenkopf brauchst, um den anderen überhaupt was reinzudrücken. Ja, aber natürlich. Ja, ne? Also oder genau. So rum. Ja. Genau, aber du guckst halt auch schon immer auf die Blätter von den anderen Mitspielern. Also das ist ganz normal, dass du da rüberschielst und guckst so, ja, was könnte ihn denn so richtig reinreißen? Dann würfe ich halt mal da drauf und gar nicht unbedingt auf dein Blatt, ne? Also wenn du so von Anfang an siehst, so krass, der muss das eintragen, weil alle anderen Reihen sind vielleicht schon gelockt oder so, dann denkst du so, okay, komm, dann würfel ich mal auf die Farbe, dass er das auf jeden Fall eintragen muss. Ja, Calavera für 2 bis 4 Spieler, ca. 20 Minuten. Mhm. Sehr schönes, kurzes und vielleicht auch fieses Würfelspiel von Moses. Und ich möchte nochmal hervorheben, das kann man gar nicht oft genug machen, Moses macht das großartig. Die haben diese coolen Schubladen. Ja, das heißt, du hast keinen Deckel, der einfach so aufgeht. Wenn du das irgendwie so im Regal stehen hast oder so liegen hast, dann passiert da eigentlich nichts. Ja, also da musst du schon, kannst du schön reingreifen. Wir sagen es ja jedes Mal, dass wir die Materialien von Moses einfach am meisten abfeiern. Also von allen Verlagen, die auch so viel kleinere Spiele machen oder so, sind die mit ihren Produkten immer sehr, ganz, sehr weit ganz vorne. Weit vorne, genau. Auch die Würfel sind wirklich sehr, sehr gut. Also die sind nicht einfach bedruckt. Also ich glaube, da kann ich drüber kratzen bis zum geht nicht mehr. Die sind oben drüber nochmal lackiert. Also das wird sich nicht ablösen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, ja, das war Calavera. Und wir hoffen, ihr habt auch mal viel Spaß damit.